Willkommen bei der neuen Drive-Time-Show. Hier sind Peter und Peter. Die von 4 bis später. Die 2 auf Ö3. Das sind Peter L. Eppinger. Und Olivia Peter. Das, was der Ö3-Wecker in der Früh ist, sind wir am Nachmittag. Wir haben viel Musik, gute Geschichten und die wichtigsten News zum Tag. Elise Pelzelmeier. Als Blödheit bezeichnet SPÖ-Clubobmann Schieder die Aussagen von Ex-Justizministerin Bandian Ordner zu Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien. In der Nacht kommen Sturm und Schneefall. Es gilt eine Ö3-Wetterwarnung. Das Ö3-Journal um 5. Wetter und Verkehr. Um Punkt an Punkt. Es ist 17 Uhr. Nicht jeden Freitag werden Menschen in Saudi-Arabien geköpft oder ein verhüllendes Pflichtkleidungsstück für Frauen sei ohnehin ganz praktisch. Mit ihren Aussagen zu Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien in einem Profilinterview sorgt Ex-Justizministerin Claudia Bandion-Ordner auch heute für Kopfschütteln. SPÖ-Clubchef Andreas Schieder zeigt sich schockiert. Über diese wirklich Blödheit, die in diesem Interview auch steckt, wenn man eine ehemalige Ministerin schwerste Menschenrechtsverletzungen doch so relativiert, dann ist das untragbar. Bundeskanzler Werner Faymann formuliert seine Kritik etwas vorsichtiger. Es handelt sich um verfehlte Aussagen. Ob die jetzt aus dem Zusammenhang gerissen wurden und ihr hier Böses angetan oder ob sie es so gesagt hat, ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Es sind ausgesprochen verfehlte Aussagen. Wolfgang Wert aus der Ö3 Innenpolitik-Redaktion. Was heißt das jetzt für Claudia Bandion-Ordner? Können diese umstrittenen Aussagen rechtliche Konsequenzen für sie haben? Bandion-Ordner ist als Richterin karenziert. Sie kann also wieder ins Richteramt zurückkehren. Ihr Berufsrecht, das verlangt, nicht das Ansehen der Justiz zu gefährden, gilt nach wie vor für sie. Das Oberlandesgericht Graz wird prüfen, ob ein Disziplinarverfahren eingeleitet wird. Konflikte im Straßenverkehr nehmen zu, vor allem zwischen Radfahrern und Fußgängern. Verkehrsexperten fordern Vorrang für Fußgänger, weil diese die schwächsten Verkehrsteilnehmer sind. Das wird vom Verkehrsministerium abgelehnt. Ursula Zechner verweist auf das Rücksichtsnahmegebot in der Straßenverkehrsordnung. Der schwächste Verkehrsteilnehmer, auf den ist immer ganz explizit und besonders Rücksicht zu nehmen. Es gibt bestimmte Regelungen, wer wann welche Verkehrsflächen nutzen soll. Und sage ich jetzt einmal, ein telefonierender Fußgänger überall ohne Selbstverantwortung zu tragen, welche Verkehrsfläche er benutzt oder wie immer Vorrang haben sollte, das sehe ich also nicht ganz so. Ich glaube, es muss schon bei jedem Verkehrsteilnehmer, selbst beim Fußgänger, eine gewisse Art von Verantwortung für seine Sicherheit vorhanden sein. Sagt Ursula Zechner vom Verkehrsministerium. Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser wird der Prozess gegen seinen früheren Steuerberater Peter Haunold, von dem er sich schlecht beraten fühlt, offenbar zu teuer. Grassers Anwalt hat heute am Handelsgericht Wien einen Antrag für eine Prozessunterbrechung eingebracht. Als Grund nennt er die hohen Prozesskosten von etwa 75.000 Euro am Tag. Ö3-Reporterin Petra Pichler berichtet. Der hohe Streitwert, den der Richter mit 2,4 Millionen Euro festgesetzt hat, sorgt auch für hohe Prozesskosten, beklagt Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser am Nachmittag die Richterentscheidung. Ich war sehr überrascht davon, weil es einem Staatsbürger es schwierig macht, sozusagen sein Recht auch zu vertreten vor Gericht, wenn ein Tag, ein Verhandlungstag wie gestern, Größenordnung 75.000 Euro kostet. Sein Anwalt Dieter Böhmdorfer bringt kurz darauf den Antrag ein, das Verfahren aus Kostengründen zu unterbrechen, bis der Ausgang des Finanzstrafverfahrens feststeht. Das lehnen die Anwälte von Steuerberater Peter Haunold und Deloitte ab. Sie wollen vielmehr eine schnelle Abweisung der Klage, da diese aus ihrer Sicht verjährt sei. Der Richter will aber noch Zeugen zur Verjährungsfrage hören, bevor er entscheidet. Mehr als die Hälfte der österreichischen Betriebe recherchiert im Internet über Bewerber. Das zeigt eine aktuelle Studie. Demnach haben auch schon 13% der Befragten Bewerber wegen ihres Internetauftritts abgelehnt. Besonders Unternehmen aus den Sparten Industrie, Tourismus, IT, Banken und Versicherungen machen sich oft über ihre Bewerber im Internet schlau. Der Paralympicsieger Oscar Pistorius muss für 5 Jahre ins Gefängnis. Er ist heute in Pretoria in Südafrika wegen fahrlässiger Tötung seiner Freundin Reeva Steenkamp verurteilt worden. Pistorius hat das Urteil bereits akzeptiert. Ö3-Reporter Lucia Chaudhary berichtet. Unter Pfiffen und Zurufen der kurze Weg von Oscar Pistorius vom Gerichtssaal ins Gefängnis. Die Beamte haben seine Fingerabdrücke genommen. Sein Onkel hat bereits bestätigt, dass er das Urteil annimmt. Oscar will embrace this opportunity to pay back to society. Oscar wird diese Möglichkeit nutzen, um der Gesellschaft etwas zurückzugeben, so der Onkel weiter. Die Familie von Reeva Steenkamp ist mit dem Strafausmaß zufrieden.
Vater Barry sagt, satisfied, yes. Nicht das, was wir uns erhofft hatten, aber wir sind zufrieden. Not hoping for, but we are satisfied. Wie lange Pistorius wirklich im Gefängnis bleiben wird, ist noch unklar. Nach 10 Monaten könnte er theoretisch vorzeitig entlassen werden. Doch der Staatsanwalt glaubt, dass er mindestens ein Drittel der Strafe, also 20 Monate, wird absitzen müssen. Am Wochenende hat der Hurrikan Gonzalo auf den Bermuda-Inseln im Atlantik große Schäden angerichtet. Ausläufer des Hurrikans haben heute Großbritannien erreicht. Eine Frau ist in London von einem umstürzenden Baum tödlich verletzt worden. An Europas größtem Flughafen London Heathrow sind sicherheitshalber 80 Flüge gestrichen worden. Heute Nacht kommt der Sturm zu uns. Das Land Tirol warnt bereits vor Aufenthalten im Wald. Katrin Beuger aus der Ö3 Wetterredaktion. Was erwartet uns da in den nächsten 2 Tagen? Sturm, Abkühlung und damit Schneefall bis in viele Täler. Es gilt eine Ö3-Wetterwarnung. Zum zeitlichen Ablauf. Noch ist der Abend ruhig und mit Werten um 17 Grad auch noch mild. Die ersten heftigen Windböen um 100 km/h oder mehr erreichen aber ab ca. 20 Uhr den Westen Österreichs, nach Mitternacht auch den Osten und Süden. Gleichzeitig beginnt es über Nacht zu regnen und es wird deutlich kälter. Damit sinkt die Schneefallgrenze auf 1200 bis 700 Meter. Morgen tagsüber lassen Wind, Regen und Schneefall zwar nach, es bleibt aber sehr windig und die Schneewarnung, die gilt dann vor allem für die Nacht auf Donnerstag und den Donnerstag selbst. Da wird es nämlich zwischen Vorarlberg und der Obersteiermark oberhalb von 800 Meter große Neuschneemengen geben. Kurz noch zu den möglichen Auswirkungen bei Windspitzen. Über 100 km/h ist es durchaus möglich, dass Äste brechen und Bäume umknicken. Das wiederum kann zu Stromausfällen und Straßensperren führen. Es wird uns dann gehörig auch hier im schnellsten Verkehrsservice Österreichs beschäftigen. Jetzt zu den derzeitigen Meldungen in der Steiermark. Seit einer Viertelstunde wieder frei, der Plaputtstundel auf der A9 Richtung Slowenien bei Graz. Aber noch staut bis zum Knoten Deutsch-Weißritt zurück. Deshalb werden sie vor den Gradkorn-Tunnel nur blockweise abgefertigt. 30 Minuten mehr müssen sie da einplanen. Viele sind logischerweise durchs Grazer Stadtgebiet ausgewichen. Deshalb staut auch auf der Wiener Straße ebenfalls eine halbe Stunde länger. Zu unseren Hörern in Wien. Der innere Gürtel ist heute sehr, sehr mühsam. 30 Minuten Zeitverlust gibt es ab dem AKH. Und auf 10 Minuten Zeitverlust lassen Sie sich ein auf der Tangente Richtung Graz zwischen dem Stadtlauertunnel und dem Absbergtunnel. Dann stehen Sie Richtung Kagran zwischen dem Labergtunnel und dem Handelskai. Dicht auch Altmannsdorfer Straße stadtauswärts, Hardigasse vor der Kennedybrücke und die Spittelauerlände vor der Friedensbrücke. Und auf der Alserbachstraße stehen Sie stadtauswärts. Und bei Ihnen in Niederösterreich. Ein kaputter LKW da auf der A21 Richtung St. Pölten zwischen Brunn am Gebirge und Gieshübel steht da am rechten Fahrstreifen, dadurch 2 Kilometer Stau. Der Ö3 Verkehrsservice wird präsentiert von Forstinger. Jetzt Tankgutschein beim Kauf von 9 Winterreifen sichern. Alle Infos auf www.forstinger.com. Hier ist Ö3. Hier sind Peter und Peter. Heute schon 4 Stunden später. Das ist die Ö3 Drive Time Show. Das wird sowas von legend. Moment. Der beste Musikmix für Österreich.